Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video dreht es sich um meine Favorite Herbstjacken. Rein, nur für den Herbst. Los geht's. So, Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich habe in meinem Kleiderschrank einfach mal nach meinen Favorite Herbstjacken geguckt und habe die alle mit hier hingebracht und ich stelle euch mal vor, was für Art für Jacken ich für den Herbst empfehlen würde und welche ich gerne trage. Kategorisiert habe ich das in drei verschiedenen Sparten. Es gibt eine leichte Herbstjacke für diese Spätsommertage, eine normale Herbstjacke und für die kalten Herbsttage. Also ich habe drei verschiedene Arten von Jacken dabei, beziehungsweise ich unterteile es in drei Gruppen und ja, fangen wir an mit der sommerlichen Art. Bei der sommerlichen Art kann ich euch eigentlich empfehlen, auf jeden Fall die gute alte Jeansjacke ist auf jeden Fall ein Piece, was auf gar keinen Fall fehlen darf. Also eine Jeansjacke, in dem Fall ist das jetzt eine Vintage Levis Jeansjacke, so eine Trucker Jeansjacke. Die habe ich mal, ich glaube, Gebrauch gekauft. Solche Sachen könnt ihr auch immer ganz gut Gebrauch kaufen. Aber generell so eine coole Jeansjacke, ich könnte auch unsere alte Forage Jeansjacke nehmen, ist immer ein cooles Piece, was ihr im Kleiderschrank haben solltet und einfach auch eine super Übergangsjacke ist. Egal ob jetzt für den Herbst oder für den Frühling. Sowas geht eigentlich generell immer. Und ja, auf jeden Fall ein Piece, was ihr dabei haben solltet. Sollte nicht zu groß sein, nicht zu weit, obwohl, je nachdem, wie ihr den Stil tragt, kann die auch mal ein bisschen weiter geschnitten sein. Aber ich mag das eigentlich, wenn die schon gut sitzt und nicht zu weit ist. Machen wir weiter mit der sogenannten Workerjacke. Und was ihr in meinen Jacken hier auf jeden Fall finden werdet, sind die sogenannten Earth Tones, also die natürlichen Farben. Und dazu gehört auf jeden Fall Khaki. Khaki habe ich in verschiedenen Jacken mit drin, deswegen die sogenannte Workerjacke ist in dem Fall jetzt von Close. Die gibt es aber, glaube ich, aktuell auch bei Uniqlo, fast 1:1. Ich packe euch natürlich die Links von den Sachen, die ich prinzipiell unten finde, auch mal in die Infobox. Ist relativ klassisch geschnitten. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, die eigentlich immer so ein, zwei Knöpfe zuzumachen. Generell bin ich dann Fan von sowas dann auch mit Hemden oder einem coolen T-Shirt, um einer coolen Chino oder so zu kombinieren. Aber in dem Fall, ja, eine Workerjacke ist auf jeden Fall ein cooles Piece und könntet ihr als Option noch in euren Kleiderschrank mit aufnehmen. Machen wir weiter mit der sogenannten Camouflagejacke und in dem Fall ist das hier eins meiner Highlight-Piece, was wir auch selber hergestellt haben und zwar von unserer eigenen Marke Forage. Ja, die Camouflagejacke ist auf jeden Fall ein Piece, was ihr im Kleiderschrank haben könntet. Ich bin da ein Riesenfan von. Wirkt nicht zu schick, wirkt nicht zu streetig, kann man zu diversen Sachen kombinieren und auch nicht zu dick. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein Piece, was ihr euch als Option noch mit in den Kleiderschrank mit einplanen könntet oder holen könntet. Ich finde sie sehr, sehr nice. Ich ziehe die auch mal eben an. So, ja, die Camouflagejacke ist auf jeden Fall ein cooles Piece. Ich trage jetzt hier sogar Größe S, dadurch wirkt die relativ eng, nicht zu weit. Ich empfehle euch aber, nehmt eine größere, eine M rein, theoretisch, dann könnt ihr noch einen coolen Hoodie oder sonstiges drunter ziehen. Das ist jetzt eine Jacke, die wir hier von unserer Kleiderstange noch hängen hatten, deswegen habe ich die mit reingepackt. Ja, nichtsdestotrotz, auch eine S würde bei mir jetzt gehen, aber dazu, ich kann jetzt nichts Dickes drunter ziehen. Das Coole bei der Jacke ist, ihr könnt hier zum Beispiel noch Sachen verstellen, die noch ein bisschen taillierter machen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick, was diese Jacke hier hat. Aber generell, wenn es muss jetzt nicht von Forage sein, generell eine coole Camouflagejacke sollte auch ein Mann im Kleiderschrank haben. Dann mache ich weiter mit dem sogenannten Trenchcoat. Den habt ihr schon in einem meiner letzten Videos hier gesehen. Das ist der beige Trenchcoat von Benetton. Den habe ich in diesen drei Herbstoutfits mal mit rein drin gehabt. Ich habe aber sowas auch noch in Khaki hier mit einem Gürtel dran. Der hat hier zum Beispiel keinen Gürtel. Und ja, ein Trenchcoat. Generell ein Trenchcoat ist auf jeden Fall ein Piece, was der normale Casual-Mann auf jeden Fall mit im Kleiderschrank haben sollte. Ich trage sowas immer ganz gerne und ja, solche Farben, was natürlich immer geht, ist auf jeden Fall das Beige, aber in dem Fall jetzt hier in Khaki oder in Schwarz oder in Dunkelblau sind auf jeden Fall auch coole Varianten. Also Trenchcoat ist auf jeden Fall ein Piece, worüber ich im Herbst immer dankbar bin, deswegen ja, cooler Trenchcoat, kann nicht schaden auf jeden Fall. Des Weiteren natürlich das Thema Flannel ist auf jeden Fall, und das sind so Flannel-Überjacken, also sind Jacken, die sind nicht reine Hemden, sind mehr so eine Art Jacke. Das hier kennt ihr auch aus dem letzten Herbst-Outfit-Video. Ich habe hier noch eine zweite Variante und zwar in dem Fall von Benetton auch wiederum. Habe ich mal bei Zalando gekauft und ja, ist eine sehr, sehr coole Jacke. Bisschen oversized geschnitten. Ich glaube, die gibt es aktuell leider nicht mehr, aber da findet ihr auf jeden Fall gute Alternativen. Ich gucke auch nochmal in die Online-Stores rein und ja, so eine Jacke ist auf jeden Fall auch ziemlich nice. Und ein bisschen dicker, ihr kriegt nur noch einen easy Hoodie darunter und deswegen auch eine optimale Jacke für den Herbst.
jeden Fall eine coole Variante, meiner Meinung nach. Jetzt. Was gelernt. Des Weiteren eine sehr, sehr coole Variante, meiner Meinung nach, für den Herbst, eine sehr, sehr gute Jacke ist, wenn es schon ein bisschen wärmer ist. Die anderen sind relativ dünn, das geht schon einen Ticken in die wärmere Richtung, sind auf jeden Fall Lederjacken, Bikerjacken. Hier beide in einer Schwarz-Suit-Variante und einer Braun-Suit-Variante. Diese, die braune zum Beispiel, ist auch von Forage, von unserer eigenen Marke. Da haben wir nur noch ganz begrenzte Stückzahlen, also ich glaube nur noch vereinzelt welche da. Aber das ist natürlich eine Lederjacke, von der ihr auch mehrere Jahre was habt. Und die war preislich jetzt auch nicht zu teuer. Von der Qualität und von der Passform eine sehr, sehr coole Jacke. Und meiner Meinung nach, selbst wenn ihr das sowas nicht von unserer Marke nehmt, könnt ihr so eine coole Bikerjacke auf jeden Fall in euren Kleiderschrank im Herbst mit einplanen. Sowas geht natürlich auch im Frühling. Deswegen, coole Herbstjacken könnt ihr natürlich auch teilweise für den Frühling mitbenutzen, wenn ihr nicht zu winterlich aussehen, dementsprechend auf jeden Fall auch noch eine Alternative. Und eine coole Bikerjacke, also eine gute Bikerjacke ist auf jeden Fall ein Piece, wovon ihr mehrere Jahre was habt. Des Weiteren für jeden Herbst auf jeden Fall, meiner Meinung nach sogar meine Favorite-Jacken, sind die sogenannten College-Jacken. Ich habe jetzt hier in drei Varianten. Das ist die hier von Gant, die ich letztens auch auf meinen Fotos noch anhatte. Und die findet ihr beiden, die beiden anderen findet ihr auch immer wieder auf meinen Posts. Das sind Saint Laurent Teddyjacken, auch eine College-Jacken. Eine gute College-Jacke solltet ihr auf jeden Fall mit im Herbst in euren Kleiderschrank haben. Finde ich persönlich auch ein sehr, sehr cooles Piece. Kann man ziemlich cool stylen mit ein paar coolen Sneakern, lässigen Jeans und einem einfachen T-Shirt. Nicht zu bunt, nicht zu aufgesetzt. Dementsprechend eine coole College-Jacke ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Piece, was ihr im Herbst dabei haben könntet. So, und dann kommen wir schon zu den dickeren Jacken. Bei den dickeren Jacken habe ich auch drei Varianten mit reingepackt. Einmal eine gefütterte Flanelljacke. Ihr seht das hier, die ist jetzt hier von Sandro Paris. Die habe ich letztes Jahr mal im Sale gekauft. Ist eine sehr, sehr coole Jacke, die trage ich auch sehr gerne. Ich ziehe die auch einmal an und dadurch, dass sie gefüttert ist, ist sie auf jeden Fall für die wärmeren Tage auch schon fast für den Winter geeignet. Ihr merkt auch, die ist deutlich dicker als der Rest und dementsprechend ist meine Meinung nach auf jeden Fall eine coole Jacke. Die gibt es aktuell mit Sicherheit auch noch in anderen Stores. Bei Sandro Paris gibt es sie zum Beispiel nicht mehr. All diese Jacken sind auch keine Jacken, die ich jetzt neu gekauft habe, sondern einfach in meinem Kleiderschrank drin hatte. Dementsprechend, auf jeden Fall nicht schlecht. So, was ihr aber jedes Jahr immer wieder findet und meiner Meinung nach auch eine coole Jacke für den Herbst und teilweise auch schon für den Winter ist, sind diese Kordjacken mit diesem Sherpa-Kragen. Ne? Die hier ist jetzt, glaube ich, für 59 Euro von Zara gewesen, habe ich mir letztes Jahr mal gekauft. Die gibt es safe dieses Jahr in diversen Online-Shops neu. Auch sehr, sehr cool und hält ein bisschen warm. Ist nicht ganz so kalt oder ganz so dünn wie die anderen Jacken dementsprechend. Auch eine coole Variante und ja, sowas könntet ihr auch mit in euren Herbstjacken mit einplanen. So, und dann bin ich schon bei meiner vorletzten Jacke und das ist hier eine relativ neue Jacke, die ich hier von Gant habe. Finde ich auch sehr, sehr cool, die gibt es da gerade aktuell, ist allerdings auch nicht ganz günstig, aber von der Qualität etc. ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Jacke. Ich finde die extrem cool, auch wirklich schon ein bisschen dicker und von der Qualität und von diesen ganzen Details ist es eine meiner Favorite-Jacken aktuell und dementsprechend auch diese, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Art heißt, ich müsste es nachlesen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Jacke und sowas solltet ihr eventuell auch mit erneuern Herbstjacken-Auswahl mit einplanen. So Freunde, und dann sind wir bei der letzten Jacke und hier, die letzte Jacke ist hier so eine alte, auf Militär gemachte Jacke von Ralph Lauren. Die gibt es da auch gerade nicht mehr, die war mal von Denim Supply, das ist eine Untermarke, die ist gerade von aktuell von Ralph Lauren vor ein paar Jahren, glaube ich, eingestellt wurde, aber sowas kriegt ihr generell auch bei H&M, auch bei Zara. Ein bisschen gefütterte, dicke Kaki-Jacken dementsprechend mit einem Stehkragen. Ist auf jeden Fall auch eine coole Variante und meiner Meinung nach auch eine Jacke, die ihr für euch im Herbst mit reinplanen könntet. So Freunde, das war's wieder. Ich habe jetzt hier einfach nur in meinem Kleiderschrank mal nachgeschaut. Alle Jacken oder Jackenarten, die ich finde, verlinke ich euch unten in der Infobox. Meiner Meinung nach sind das jeweils immer ganz coole Jacken, die ihr Herbst tragen könnt und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Ciao.